Es ist angerichtet und zwar mit der GI Otter oder DF64, die wir uns heute anschauen. Eine Single-Dosing-Mühle, die relativ günstig ist, die recht viel zu bieten hat. Und was genau? All das schauen wir in diesem Video an. Ich freue mich richtig, dass diese Mühle hier heute zwischen uns steht. Sie tauchte hier auf, ich weiß nicht, so vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Ja, 2 Jahre mögen es schon sein, so auf dem Markt. Da hörte man von einer neuen Mühle, die nur über diese und jene Quellen zu beziehen war. Mittlerweile kriegt man sie fast in allen Ländern, so wie ich gesehen habe. Und zwar für einen relativ vertretbaren Preis. 399 Euro, so um den Dreh. Zollgebühren und so. Je nachdem, wo sie dann am Ende hin muss. Und das ist die DF64 oder GI Otter. Warum sie so heißt oder so heißt, das hat wahrscheinlich auch mit den ein bisschen unklaren Produktionsorten zu tun. Wir wissen also nicht so genau, wer hier der Hersteller ist. Wir wissen nur, es ist eine Mühle, die auf unserem Tisch steht, die viele mögen, die viele schätzen. Vor allem auch wegen ihrer Single-Dosing, also ihrer Einzelportionen-Fähigkeit. Und genau das haben wir uns angeschaut und natürlich unser ganzes Testprotokoll. Michel Eschbacher ist hier wieder an meiner Seite, der Leiter unserer Kaffeeschule. Und du hast mit dieser Mühle jetzt gekämpft, getestet. Hast du gekämpft? Nein. Nein, es war kein Kampf. Ich finde sie auch, ich habe bei einer anderen Mühle immer vom Pinguin gesprochen. Ich finde, das ist der Pinguin im Anzug. Pinguin im Anzug? Also ich finde sie schick. Sie hat auch so ein bisschen, sie hat auch so ein bisschen was Pinguin-Styliges, aber ich glaube, das ist so die Single-Dose-Art und Weise. Normalerweise stehst du ja nur so auf dicke, fette Viecher. Aber bei Mühlen magst du auch elegante, oder? Ich habe mir wirklich überlegt, das wäre was für neben die GS3. Ah, wirklich? Einfach so, also nur optisch. Das soll es nicht wertend sein, da müssen wir noch darüber diskutieren. Aber ich fand sie schön. Ich finde, ja, es sind 2, 3 Sachen, die mich ein bisschen stören, aber da müssen wir noch darüber dann diskutieren und verhandeln. Aber ansonsten, ich finde, sie macht, also das ist echt hochwertig. Ja, sag doch mal, was sind so die äußeren Parameter dieser Mühle? Auf was muss man sich einstellen? Welche Küche muss man dafür umbauen? Keine Küche umbauen, sie ist relativ klein. Wir haben eine Höhe von 30 cm, eine Breite von nur 13 cm und eine Tiefe von 22,5 cm. Das kleine Ding wiegt rund 13 Kilo. Das ist schwer, ne? Das ist schon, also ich meine, wir hatten hier jetzt viele Mühlen, die haben 4, 5 Kilo gewogen, ja? So. Boah, muss ich jetzt echt kämpfen, dass ich das mit einer Hand hochkriege. Also ich habe jetzt nicht die anderen Daten im Vergleich, aber wahrscheinlich ist das die schwerste Mühle, die wir bisher im unteren Preissegment angeschaut haben. Also unteres, wir sind ja schon drei Viertel durch. Ja, aber ja, und hat Single Dose, spricht man irgendwie hier von zwischen 50 und 80 Gramm, je nachdem wie man dosiert. Ich finde das so ein bisschen, das ist mir relativ egal, weil Filterportionen 18, vielleicht mal 24 mit 400 Milliliter und Espresso würde ich jetzt mal sagen, max 20, vielleicht 21 und dann, also gibt alles, was es passt, gibt so einen kleinen Dosierbecher dazu, da kommen wir gerade noch, da können wir nachher noch diskutieren. Und was ich das erste Mal cool finde, ist so dieses Auffang-Dings. Ist ja keins. Ist ja keins, aber das kann man auch nicht, aber es ist massiv. Also klar, man kann es nicht wegnehmen, das ist zum Fixieren, aber es ist so, das steht und das fässt sich gut an. Ich hätte mir jetzt vielleicht irgendwie einen kleinen Einsatz, was Schickes zum Wegnehmen, aber zum Streuen können wir nachher noch dann. Ja, genau. Und das ist ja immer die Frage. Also die streuen dann ja immer. Man kann es nicht wegnehmen, man muss irgendwie drüber pinseln oder drüber saugen oder so. Das ist dann ja bei all den Mühlen so. Ich finde es gar nicht so dumm, wenn es gar keine Vertiefung hat. Dann kann man einfach so drüber wischen. Ja, und einen Staubsauger einmal. Oder so. Bevor wir ein bisschen noch mehr reingehen in die Mühle, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einteilung. Eben, wir haben eine Einzelportionenmühle oder eben im Englischen Single Dosing. Das heißt, vom Prinzip her, ihr wiegt die Menge Kaffee ab, ihr schmeißt sie oben rein, ihr mahlt sie wieder aus. Und dann kommt es raus. Und damit ist diese Mühle eigentlich vergleichbar mit zum Beispiel einer Niche, einer dieser neuen Eureka Single Dosing. Aber auch dem Prinzip, wie wir zum Beispiel regelmäßig mit der EK43 arbeiten, eben Kaffee oben rein dosieren und unten kommt Output raus. Das Schöne an Einzelportionenmühlen ist, ihr könnt mal eben wechseln, also wenn sie funktionieren. Dann könnt ihr euch für einen Kaffee entscheiden, diesen Kaffee oben reinschmeißen und habt eben diesen Kaffee oben raus oder unten raus. Und wenn ihr dann den anderen Kaffee ausprobieren wollt, dann macht ihr es da eben auch. Und so kann man von verschiedenen Röstern aus verschiedenen Provenienzen umstellen und testen und eben auch im Idealfall relativ schnell den Mahlgrad verändern.
Und das ist eigentlich das Prinzip Einzelportionen und ich finde ein sehr modernes, eines, welches auch transportiert. Kaffee schmeckt unterschiedlich. Kaffee schmeckt besonders gut, wenn er frisch ist, wenn er nicht hier oben aufgefüllt ein Kilo im Bohnenbehälter vor sich hin sitzt, sondern eben dann auch liefert, was er eben, was man eben reinschmeißt. Und das ist das Prinzip. Und das ist ja eine der Fragen, die wir auch heute angucken sollten. Dennoch sollten wir auch einmal noch einen Einzelvergleich machen zwischen Einzelportionen, Mühlen, um wirklich zu gucken. Wir sind jetzt hier dann auch schon in einer unterschiedlichen Preisrange. Die kostet vor allem mittlerweile deutlich weniger als eine Niche. Wenn man sich jetzt anschaut, die Niche mit Importkosten und so weiter, das geht schon ins Geld. Und das ist ja eine interessante Geschichte, würde diese Mühle jetzt hier genauso gut performen. Gehen wir noch ein bisschen rein, sprechen mal zuerst über Lautstärke. Wie hat sie sich da verhalten? Sie ist bei etwas mehr als 83 Dezibel. Das ist so nicht die leiseste, aber es ist auch kein störendes Geräusch. Es ist kein Schreien oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie kämpfen muss, für diesen Kaffee zu mahlen. Das geht einmal frei. Sie hat 64er Mahlscheiben. Und diese kann man ganz einfach austauschen. Man kann da zum Beispiel jetzt auch SSP 64er Mahlscheiben einsetzen. Kein Thema. Hat dadurch vielleicht sogar noch eine bessere Mahlperformance. Wobei wir eben jetzt hier heute nur diese angeschaut haben und vor allem mit der Mühle gearbeitet haben und wollten uns euch auch liefern, wie sie out of the box kommt. Und da ist es tatsächlich so, immer wieder haben Leute geschildert, dass sie auch Alignment-Probleme haben, also dass die Mahlscheiben nicht ganz sauber aufeinander liegen bei dieser Mühle. In unserem Fall war es völlig in Ordnung. Wir zeigen euch in einem anderen Video mal, ein weiteres Video für die Liste, Michael, wie ihr das machen könnt. Also das Alignen ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt sehr ungleichmäßiges Mahlgut und es scheppert vielleicht, wenn man ein bisschen zu fein geht, dann hört man das auch. Dann kann man das überprüfen, ob die Mahlscheiben sauber und gerade aufeinander liegen oder ob vielleicht irgendwo eine Unwucht oder ein Aneinanderberühren passiert. War bei uns nicht der Fall. Nein, alles in bester Ordnung. Darum alles in bester Ordnung. Kann man das auch so verwenden, was wir an Ergebnissen haben. Und da können wir aber schon mal was ein bisschen spoilern für nachher die Messungsdaten. Was wir wirklich rausgefunden haben, ist, durch diese vielen Striche und auch, was ich das Gefühl hatte, ist, es liegt wahrscheinlich am großen Durchmesser. Du redest über das Einstellen des Mahlgrades, ne? Absolut. Und durch das, dass das so groß ist, muss ich relativ viel, aber schön viel für meine Gefühlslage verändern, dass sich was verändert. Also wir hatten das thematisiert ja bei der Eureka Spezialita, dass dieses Rädchen so klein ist und wenn du so ein Fitzelchen verändert, ist die Welt anders. Und hier kann ich wirklich, ich kann was verändern und sehe einen kleinen Einfluss, wenn ich hier einfach mal so einen Zacken verändere. Und das hat uns vor allem dann in der Reproduzierbarkeit, vor allem der Messungen, 3, 4 und 7 oder 2, 3, 4 und 7 ergeben, dass da die Ergebnisse mega nah aneinander sind. Also du redest über die Verstellung des Mahlgrades, die passiert hier und da du ja schon eingestellt hast, sie aber präzise ist, kann ich jetzt hier wieder zurückstellen. Hier oben verstelle ich den Mahlgrad und das geht relativ gut. Ist tatsächlich eine wirklich große Scheibe, also vom gesamten Gefühl. Es ist nicht so wie bei einer Bentwood, das dauert nochmal, da muss man, aber ich finde sogar, es ist ein größerer Umfang als bei der Niche zum Beispiel. Ja, ja. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut und ja, du hast jetzt da wirklich schon gespoilert. Wir sollten bald Espresso machen. Ja, wir müssen Espresso spoilern, wir noch ein bisschen mehr. Wir haben aber den einen oder anderen Tipp, den wir euch auch noch mitgeben möchten, vor allem die Mühle schon haben, die eine oder andere Sache rausgefunden, was wirklich wichtig ist, aber ansonsten würde ich sagen, lass uns mal Espresso machen. Lass uns mal Espresso machen und dann sprechen wir auch über die Besonderheiten, nämlich einen Blasebalg, einen transparenten Plastikbecher, der nicht für grobe Hände gemacht ist und noch das ein oder andere Detail, aber ich würde sagen, wir legen einfach los.
Siehst du, du lernst sogar von Felix. Ja, der Gastronome hat wieder. Du wurdest übrigens für deine Lappen gelobt. In einem der letzten Kommentare, lieber Michel. Da hat jemand gesagt, dass das aus HACCP-Gründen wirklich vorbildlich sei. Was das ja ist. Ja. Weshalb wir das ja auch überall machen. Und ich habe extra das Video mit Felix geguckt, das Dedica-Video. Mhm. Und? Und habe gelernt, dass unser Hausgastronome dir einen Teller hinstellt. Dann habe ich gedacht, ja, dann gibt es auch keinen Diskussionspunkt mehr für den Löffel. Aha. Hast du noch einen guten Espresso gemacht? Wow, ja. Lecker. Sehr lecker. Nachgeschmack ist ja nicht so klar. Ja. Hm. Ich wollte gerade sagen, er ist lustigerweise herb und gleichzeitig fruchtig. Mhm. Also ganz eine andere spannende Seite vom Appas. Lecker. Mhm. Tatsächlich. Wie beschreiben wir diese Frucht, wenn wir das Herbe von einer Frucht umschreiben wollen? Es schmeckt ein bisschen Grapefruit-artig. Ja. Ist witzig, ne? Ja, voll. So, oder Blutorange. Ich bin irgendwie auch bei Kirschen. Also ja, sehr dunklen, okay. Dunklen oder Stein, nee, Pflaume nicht, aber eher so kirschig. Ich bin voll bei dir bei Grapefruit, aber halt eher die Säure. Ja, genau. So. Aber das Herbe der Säure. Mhm. Ja, aber insgesamt ein ordentlicher Espresso oder guter Espresso. Hat gut abgeliefert. Ich finde es im Nachklang ein bisschen unklar. Da hat es für mich so eine etwas erdige Komponente, die ich nicht so schön finde. Ja, aber gut und so wie viele Espressi, die wir bezogen haben, ne? Ja. Mit dieser Mühle und immer wieder. Und das haben wir ja schon gesagt, die Präzision ist einfach wirklich sehr gut. Die Präzision von Bezug zu Bezug, jetzt auch im Vierer-Vergleich können wir schon mal spoilern, zu unserem Vergleich auch. Da hat die hier mit am besten wirklich abgeschlossen. Also das heißt, wir hatten ein Standard-Espresso-Rezept, wir haben das wieder gemacht, zwischendurch haben wir viele Bezüge gemacht und geguckt, steigert sich die Temperatur und dann haben wir den Espresso eingestellt, dann haben wir einen Kaffee-Creme eingestellt, ein Ristretto eingestellt, haben uns gemerkt, auf welche Einstellung das war und haben hier nur wieder optisch zurückgestellt. In den Graphen seht ihr das jetzt hier als Test 7 und sie ist wieder da. Also das, ich bin mittlerweile absolut der Überzeugung, das ist einfach diesem großen Rad geschuldet und ich finde, das muss der Ansatz in Zukunft sein. Ja, auch eine solide und stabile Aufhängung. Auf jeden Fall, aber es ist so, ich muss doch nicht irgendwo bei einem Puppelrädchen ein Mahlgrad verstellen, wenn ich die ganze Scheibe drehen kann und so einfach viel, viel mehr Range habe und durch das auch, zum Beispiel die ECM war ja auch gerade oben aufgehängt, da braucht es auch was. Mhm. Und es macht es doch viel einfacher, da war die Striche nicht so klar, aber es macht es doch viel einfacher, auch wieder die Punkte zu finden. Wobei wir jetzt hier sagen, es ist bei der Mazza ja auch so, aber die war ja zum Beispiel so schwergängig. Ja. Und hier ist es jetzt leichtgängig. Ja. Also es ist wirklich Absolut. Ein weiches und ohne Stocken oder Stufen gefühltes Drehen. Okay. Und das macht es dann auch einfacher, wieder den Punkt wirklich zu erstreben oder anzuvisieren und nicht ja irgendwo dann auch so Ruckbewegungen zu haben und über die Scheibe zu gleiten. Cool, also wirklich schön, ja. Malgrad-Einstellung super, Präzision super. Wie sehen die Kurven sonst aus, Michel? Wie ist die Partikelverteilung? Ja, die Kurven sind wirklich auch im absoluten Top-Range. Also sie hat 20,8% Feins im Espresso-Bereich. Das ist jetzt nicht ganz wenig, aber es ist definitiv nicht viel. Es ist grundsolide, wir hatten viele Mühlen mit eher 22 und mehr. Dann hatten wir eine Peak-Breite, dieser 60% dieses Hauptpeaks, die sind bei 248. Also ihr könnt euch so vorstellen, die ist ein bisschen mehr so, andere sind mehr so. Ja. So ist genauer auf dem Mahlgrad und die streut noch ein bisschen mehr nach links und rechts, wobei aber auch nicht gravierend. Nein, wenn man sieht, man hat im ganzen Test, die schlechten waren bei weit über 310, 320 da aufwärts, da wird es dann wirklich auch sensorisch nicht lecker, absolut nicht lecker. Und hier sind wir mit 248 noch eher näher bei den sehr guten. Als kleiner Vergleich auch noch, die beste Mühle war dann unter 200. Aber das ist dann schon eben die Frage, wie wichtig das dann auch sensorisch ist. Das sind ja nur Messungen. Der X50-Wert ist bei 318. Das ist auch so im guten, soliden Bereich. Also da performt sie. Gute Kaffees, lecker, einfach einzustellen.
Und jetzt kommen so zwei, drei kleine Abers. Für mich so persönlich. Es muss gepumpt werden. Es muss wirklich gepumpt werden. Deswegen ist ja auch eine Pumpe dabei. Darum ist eine Pumpe dabei, auf jeden Fall. Und das macht auch Sinn. Und ich finde das nicht mal so störend. Aber es braucht sicher so, ich würde jetzt sagen, mindestens 5 Pumpstöße, bis wirklich alles draußen ist. Mhm. Ich habe das mal gemessen, wenn man einfach malt, hat man so 1,5 bis 2 Gramm, die drin bleiben. Das bleibt drin, du kannst 20 Sekunden malen, da kommt nichts mehr raus. Und dann fangt ihr an zu pumpen. Und dann braucht es so, ich würde mal sagen, mindestens 5 Pumpstöße, wo man auch merkt, dass man hier irgendwie mehr Widerstand hat. Mhm. Und plötzlich macht es blub. Und dann bricht es dann durch den Flapper. Genau. Und dann ist sie leer. Und das funktioniert wirklich gut, aber es braucht dieses, ihr merkt das auch, wenn ihr die nutzt, es ist so pumpen, 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 pumpen und plötzlich macht es wumm und dann kommt so das letzte Gramm raus. Wobei pumpen beim Malen. Ja, also ich habe sie malen lassen, bis eigentlich nichts, fast nichts mehr kam, dauert so 11, 12 Sekunden und dann puff und dann kommt dieser letzte Schluck. Und dabei landet nicht immer alles im Becher. Ja, es ist so, der große Teil ja. Es ist nicht, wir hatten von der Konstanzmessung hatten wir so 18 in immer, aber 18 out, 17, 9 out, 18 out, 18 out, 17, 9 out, 18. Also es ist so, zwischendurch kann man jetzt auch als Schwankung einer Waage empfinden oder vielleicht ein halber Partikel, der noch irgendwo hier oben hängen geblieben ist. Voll, absolut in Ordnung. Lustigerweise beim letzten, wo es sich dann löst, dann springt so ein bisschen Kaffeepartikel außen rum, aber jede Mühle streut ein bisschen außen rum. Hier ist es halt weniger links und rechts, es ist mehr so ein bisschen nach vorn. Was ich jetzt gesehen habe, scheinbar, ich weiß nicht, ob es jetzt alle neuen sind, alle neuen ausgelieferten Mühlen, aber es soll oder es wird wohl geben, eine Möglichkeit, mit der man den Becher hier so leichter hochsetzen kann. Also das ist nochmal so ein Dreieck, was da quasi wie eingebaut wird. Und dadurch hat man das noch näher und ja mehr gegenüberliegend zum Ausguss sozusagen. Das ist sicherlich nochmal eine gute Optimierung an der Stelle, um dann das aufzufangen. Und dann, und jetzt wird's eher spannend, der Becher. Du findest ihn nicht so gut. Ich kann mit dir mitfühlen, wir haben vorher natürlich schon darüber diskutiert, durch das, dass er durchsichtig ist und man kippt den so... Jetzt sagst du schon, was mir gefällt. Sag doch mal, was dir nicht gefällt. Mir gefällt nicht. Ich habe den ausgekloppt vorher. Der ist niegelnagelneu. Ich habe den 2-3 Mal auf die Knockbox und die hat nicht also ein Gummidings oben, sondern die ist ein bisschen härter. Und der hat schon hier so einen leichten Bruch drin. Und wie hast du die ausgeschlagen? Wie sonst ein Siebträger? Nein! Aber da ist ja gar keine Feuchtigkeit drin. Das brauchst du sanft. Ja, also auf jeden Fall, du hast ihn schon zerdeppert. Genau, es gibt ja einen metallischen, ich würde mir ganz klar den metallischen dazu nehmen. Und jetzt kannst du mit deinen Argumenten kommen. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das ist zumindest auch zum Verstehen, wie das Kaffeepulver in so einen Siebträger hineinfällt, eigentlich eine schöne Möglichkeit, mal durchzuschauen. Weil sonst ist es ja immer eben nicht transparent. Finde ich super, finde ich auch gut. Wir haben ja selber so einen Becher und nutzen ihn gerne und viel. Jetzt aber mal diese andere Perspektive zu haben und zu sehen, wie es in den Siebträger hineinfällt, wo vielleicht noch Berge sind und auch zu lernen, wie ich dadurch mein Hineingeben optimieren kann. Das hat mir super gefallen und vielleicht ist es nicht für den Dauereinsatz super, aber zum Lernen. Ja, ihr könnt euch einfach noch 3 Becher dazu bestellen, dann reicht das auf jeden Fall für einen. Also schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr die Mühle habt. Wer von euch hat denn auch seinen Becher zerdeppert? Einfach nur mal ist nicht zerdeppert. Ja, aber du hast einen Riss. Ja, ich habe einen Riss, er läuft immer noch. Wie auch immer, schreibt es doch mal in die Kommentare, wäre total interessant. Dann machen wir so eine leichte Erhebung und dann sehen wir einfach, ob ihr das sehr gut macht und der Michel vielleicht ein bisschen grobschlächtig an der Stelle oder ob es wirklich ein Materialfehler ist. Gut. Hätten wir das geklärt. Super. Und dann kommt der letzte Punkt und da scheiden sich auch die Geister. Da haben wir noch nicht diese Alltagsnutzung, dass sie so viel in Betrieb war. Ich finde persönlich grundsätzlich diese Aufhängung gut, weil es passt für viele Siebträger, die passen hier einwandfrei rein. Für die Lamazocco, top. Und bleibt auch drin. Bleibt auch drin, hält während dem Malen, weil diese Plastikdinger dran sind, aber diese Gummidinger. Und da habe ich, da haben wir auch nochmal eine Umfrage starten, ich habe das Gefühl, das geht kaputt. Das ist relativ dünn, da würde ich mir dann 20 als Reserve nehmen. Aber
ich finde die Art und Weise dieser Aufhängung super. Ist clever gemacht. Es ist mega clever, es ist sehr hochwertig, es hält. Ich habe das Gefühl, wenn ich hatte einen Siebträger, das war, ich glaube, das war der von Rocket, der ist etwas dicker bei dieser Aufhängung, bei dem Bajonettverschluss. Und da geht der nicht ganz nach hinten, weil es hinten ein bisschen spitzer zuläuft. Und da merkt man, dass es so ein bisschen, da muss ich mehr drücken und ich glaube, dann mache ich diesen Gummi kaputt. Vielleicht nochmal ein Grund, diese Maschine neben einer Lamazoco zu stellen oder einfach einen Lamazoco-Siebträger zu kaufen. Tatsächlich, was ich mir noch überlege, ist, ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt diese Maschine nochmal weiterbauen würde, ich würde es immer leicht anwinkeln. Ich verstehe gar nicht, warum sind die eigentlich alle immer so platt? Man könnte das doch wirklich noch ein bisschen hier mehr dem gegenübersetzen, wobei dann rutscht es in die vordere Kante. Ich weiß es nicht. Es funktioniert okay, es hält es ganz gut, also das ist wirklich ganz ordentlich. Super. Ja, das war die Aufhängung. Wir haben schon ein bisschen über das Mahlgradverstellen gesprochen. Ansonsten in Sachen Bedienbarkeit, was gibt es noch zu sagen, Michel? Ansonsten eben. Man drückt sie an und dann geht sie los. Einen Knopf, das ist relativ selbstverständlich. An, aus. Sonst gibt es nicht viel. Ich finde sonst auch, ich finde dieses Ding hier oben, das ist auch relativ hochwertig. Und dann ist es einfach dieser Saugroboter. das funktioniert einwandfrei. Eben, wie du schon gesagt hast, ich würde mir diesen Auslauf ein bisschen präziser wünschen, vielleicht auch ein bisschen verstellbar. Ja. Das wäre sicher schön, wie das zum Beispiel die Firma Hembro bei vielen macht, finde ich das relativ einfach gelöst, auch bei den Gastromühlen. Aber jetzt brechen wir das mal runter auf 399 Euro. Ja, das ist schon ziemlich also, cool. Bevor wir in ein Fazit reingehen, wir haben noch ein paar Sachen zu sagen, nämlich einmal Totraum. Ja, ja. Wie sieht's aus? Nix. Wenn man pumpt. Wenn man pumpt. Wobei, das ist ja die Funktion der Mühle. Ja. Deswegen pumpt man auch, deswegen liefern sie das mit. Sie haben damit quasi ihre eigene Lösung. Bei der Geschwindigkeit, da platziert sie sich bei den Lahmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Da haben wir in 10 Sekunden kommen 19 Gramm raus. Ist langsam. Das ist eher langsam. Also eben, es braucht diese 10 Sekunden, um mal den größten Teil rauszuholen. Und dann pumpt man so ein bisschen nach. Das ist eher langsam. Aber das war lustigerweise bei vielen Single-Dose jetzt gerade der Fall. Oder bei, also im Vergleich zu der Nische ist er noch langsamer. Aber da sind sie wirklich definitiv nicht die schnellsten. Von der Temperatur her sind wir voll okay. Da sind wir bei etwas mehr als 32 Grad. Das ist eigentlich eher im besseren Bereich des ganzen Tests. Super. Fazit. Ja. Ja, sag mal, was ist jetzt mit dem Platz, dem goldenen Platz neben deiner und so weiter Espresso-Maschine? Seit wir diesen Test angefangen haben, ich wurde noch nie so oft gefragt, was denn neben der Kaffeemaschine steht. Ja. Und ich muss es im Moment immer so sagen, da steht nicht die Etzinger Mühle, weil ich die so toll finde, sondern das war die Situation, in der alten Akademie hatten wir 6 Gastronomiemaschinen und da hatten wir an einem Ort neben der Gastromaschine 2 unterschiedliche Mühlen. Und das macht es immer so ein bisschen schwierig, das zu erklären. Und dann habe ich einfach meine Ditting von zu Hause, ich habe noch so eine uralte Ditting, die habe ich von Philipp abgekauft. Jetzt geht es hier ganz tief in die Anekdotenkiste. Genau, die Geschichte. Und ich habe die hierher gebracht und habe mir, weil wir die Etzinger gerade frisch hatten, wollte ich die testen. Und jetzt teste ich die immer noch und ich kann euch nicht sagen, wie die Partikelverteilung ist, weil ich habe die echt noch nicht gemessen. Das müssen wir mal noch anschauen. Aber Michel, was ist mit ihr jetzt? Ich bin mega gespannt auf Filter. Ja. Da bin ich wirklich gespannt und wenn sie da performt, dann kriegt sie von mir denn. Ich sage nicht, dass sie den Platz kriegt, das muss ich mir noch überlegen. Aber ich könnte mir vorstellen, sie wirklich auch mal so langzeitmäßig auszuprobieren, weil wir zu Hause immer wieder mal diskutieren. Wir machen alle Filtermalungen mit der Kommandante oder mit der Timer-Mühle. Und das wäre eine Option. Also und ich schließe mich da völlig an. Also ich muss sagen, ich finde es eine tolle Mühle und ich finde sie preislich wirklich sehr fair und interessant und mir gefällt einfach, dass es eine Einzelportion Mühle ist, weil für mich ist das Konzept der Gegenwart und Zukunft. Ich will Einzelportionen mahlen, ich will Kaffees ausprobieren, ich will verschiedene Sachen machen, ich will einen Decaf für die Person und ich will einen Apas für die Person und ich selber will den Doña Margarita trinken und das will ich hintereinander wegziehen und das kann ich mit dieser Mühle. Und ich glaube, damit ist das bisher die günstigste, beste Einzelportionenmühle, die wir angeschaut haben. Ja.
Und damit hat sie für mich einen super starken Platz auch in diesem Gesamtfeld. Und ich freue mich sehr auf den Vergleich tatsächlich mit den anderen Mühlen, das ein bisschen einzuordnen und dann auch auf die sensorische Großeinordnung dann im Rahmen der Blinddegustation und mal zu schauen, wie performt die jetzt auch neben einer Niche oder einer EK43 oder einer Eureka Single Dose. Schauen wir uns an, ist Arbeit für die nächsten Wochen und Monate. Wenn ihr zwischendurch mehr erfahren wollt, es passiert tatsächlich noch einiges die nächsten Wochen, nicht nur mühlentechnisch. Ich bin wieder mal in Nicaragua auf der Farm und all das berichten wir unter anderem in unserem YouTube-Kanal, aber natürlich auch bei Instagram und Facebook. Also wenn ihr uns noch nicht folgt, schaut doch auch da mal vorbei. Dann kriegt ihr ein bisschen aus dem Alltag mit. Manchmal mehr aus dem Alltag als hier bei den wöchentlichen YouTube-Videos. Ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Passt auf euch auf. Tschüss und bis bald.